Hi und herzlich willkommen zum neuen Video. In diesem Video behandeln wir das Thema Digital Nomade arbeiten von wo man will. Eigentlich sind wir zu zweit. Melli und ich, wir wohnen in dem Van. Ja, drehen die Videos meistens auch zu zweit. Melli ist aber gerade nicht da, deswegen mache ich das alleine. Kommt mal mit rein und dann können wir drinnen drüber quatschen. Ja, viele glauben, digitale Nomaden arbeiten vom Strand aus. Hüpfen direkt nach der Arbeit ins Meer, haben einfach nur ein Foto zu machen und verdienen damit Geld. Ob das denn wirklich so ist, das erzähle ich euch in diesem Video. Lass mich arbeiten, kleines Vieh. Ja. Wespenattacke in meinem Büro, ja, während ich drehe. Schaut gerne unten in die Timestamps rein. Ich habe nämlich verschiedene Themen und die könnt ihr euch da alle anschauen, falls euch ein Thema nicht so besonders interessiert. Wir sprechen darüber, was ist ein digitaler Nomade, was sind typische Arbeiten dafür, wo kann man arbeiten, was benötigt man zum Arbeiten und ja, wie sieht das bei uns aus? Und zum Schluss gehe ich auch noch auf eure Fragen ein. Ja, also Digitalnomaden sind meistens Arbeitnehmer oder auch selbstständige Unternehmer und arbeiten von unterwegs aus, da sie einen Beruf haben, der von unterwegs erledigt werden kann. Das heißt, es besteht keine Büropflicht. Manchmal sind es auch Freiberufler und das Wichtige ist halt einfach, dass man irgendwo arbeiten kann, wo es Internet gibt. Man braucht nicht jeden Tag Internet, aber hin und wieder muss man ja Sachen online stellen oder versenden und deswegen ist Internet ganz, ganz wichtig. Ja, der Beruf der Digitalnomaden kann sehr vielfältig sein. Viele arbeiten im Online-Marketing, viele arbeiten aber auch in E-Commerce. Wir haben auch schon Programmierer kennengelernt, App-Designer. Man kann aber auch man kann auch Online-Sprachkurse geben. Es gibt so viele vielfältige Möglichkeiten. Dank den sozialen Plattformen wie YouTube oder Instagram kann jeder seine Nische finden und jeder das Thema, für das er sich interessiert und darüber im Internet quasi reden. Und irgendwann baut man sich eine Community auf und kann damit dann auch Geld verdienen. So, das ist jetzt natürlich sehr kurz gehalten. Eigentlich dauert das schon viel länger. Also man hat die Möglichkeit, sich selbstständig zu machen, so wie wir das auch gemacht haben und kann dann über YouTube, Instagram Werbung platzieren, so wie die Werbung, die ihr eben gesehen habt und verdient damit Geld. Aber wir haben auch eigene Projekte. Wir arbeiten gerade an einem E-Book und beziehungsweise an zwei E-Books. Ja, und damit, wenn wir das dann herausbringen, und jemand kauft dieses E-Book, dann bleibt das Geld natürlich bei uns. Es gibt aber auch viele andere Möglichkeiten, von unterwegs zu arbeiten, wenn man digitaler Nomade sein will. Man kann auch ja, projektbezogen arbeiten. Das bedeutet, manche Leute können ihren Job einfach unterwegs mitnehmen. Nehmen wir Steuerberater, Programmierer, was es auch immer ist. Man kann von unterwegs sehr, sehr viele Dinge arbeiten, weil es gibt ja YouTube, es gibt Instagram und es gibt das große, weite Internet, das gefüllt wird mit so vielen Informationen und wir alle sind auf der Suche nach Informationen. Und wir alle wollen die richtigen Informationen. Wir alle wollen ja, jemanden haben, der sich mit einer Sache auskennt und uns diese Sache in einer kurzen, knappen Viertelstunde, 20 Minuten näher bringt, sodass wir ja irgendwie einen Input davon haben, dass wir sagen, okay, wir haben was gelernt, wir konnten was mitnehmen und deswegen gibt es in fast allen Bereichen ja, digitalen Nomaden. Ja, aber wo arbeiten wir denn eigentlich als digitalen Nomade? Bei den digitalen Nomaden ist es so, dass wir ortsunabhängig arbeiten. Wir teilen uns die Zeit selber ein und sind einfach da so lange, wie wir wollen und arbeiten mehr oder weniger, wann wir wollen. Deswegen hatten wir im letzten Video auch darüber gesprochen, wie uns Routinen helfen, unsere Arbeit und unseren Tag besser zu organisieren. Das könnte auch interessant sein, falls ihr euch selbstständig machen wollt oder so ein bisschen reinschnuppern wollt. Und dann verliert man sich da nicht so sehr. Häufig arbeiten digitale Nomaden in Coworking Areas, in Cafés oder auch im Van. All das ist möglich. Meistens macht es aber nicht so viel Spaß, auf der Wiese zu arbeiten oder direkt am Strand zu arbeiten, ja, weil es halt einfach nervig ist. Der Display wird heiß, man sieht eigentlich nicht so viel, weil die Sonne scheint, alles ist voller Sand und ich persönlich lasse mich auch total schnell ablenken. Deswegen brauche ich für mich einen eigenen Raum, wo ich gut arbeiten kann. Aber ich kann mir auch suchen, wo dieser Raum ist. Also ich muss nicht jeden Tag um 8 Uhr in diesem Büroturm sitzen, bis um 16 Uhr, sondern ich kann es auch einfach sein lassen und ich kann mir mein Büro selber aussuchen. Das ist diese große Freiheit, die ich als digitaler Nomade sehr, sehr zu schätzen weiß und wofür wir sehr dankbar sind.
Das ortsunabhängige Arbeiten bringt natürlich auch Kritik auf der einen Seite mit. Als Digitalnomade, wenn man reist in fremde Länder wie zum Beispiel Bali oder halt auch in die Karibik, erhält man meistens ein Touristenvisum. Das Touristenvisum erlaubt eigentlich nicht, dass man arbeitet. Jetzt ist das so eine Grauzone, in der das Recht nicht so ganz klar ist und sich von Land zu Land sehr, sehr stark unterscheidet. Mittlerweile gibt es Länder wie Bali, die ein Digital Nomad Visum erstellen und vergeben, um die digitalen Nomaden einfach anzuziehen. Und da haben sie eine Regelung für sich gefunden. Viele Digitalnomaden bleiben aber ohnehin nicht so lange in einem Land und argumentieren, die Arbeit, die sie ja verrichten, ist ja gar nicht für die Leute, die dort wohnen, sondern eher für die Leute im zum Beispiel deutschsprachigen Raum. Bei uns ist das so, wir haben uns selbstständig gemacht und unsere Firma, eine GbR, hier in Deutschland gegründet, haben auch hier unseren Firmensitz, wo wir die Post bekommen und wir zahlen auch, wenn wir so viel verdienen, irgendwann mal auch unsere Steuern hier in Deutschland. Aktuell verdienen wir allerdings noch unter dem Freibetrag, das heißt, wir zahlen noch keine Steuern und merken aber schon, dass es von Monat zu Monat mehr wird. Das heißt, irgendwann in der nahen Zukunft müssen wir uns darüber Gedanken machen. Es gibt neben den ganzen Vorteilen, wie ortsunabhängig zu arbeiten und sich das alles selbst einteilen zu dürfen, natürlich auch Nachteile, wie bei jedem Lebensentwurf auch. Wenn ich das jetzt mal so aufzähle, ist das bei uns, dass wir unsere Freunde sehr unregelmäßig sehen. Wir sehen die Familie natürlich dadurch auch ein bisschen weniger, verpassen Geburtstage, sind eventuell an Weihnachten nicht da. Das ist dann schon der Preis, den wir bezahlen. Aber so hat jeder Lebensentwurf einen Preis, den man bezahlt. So, und ich fahre jetzt ins Café, denn ich habe Lust, im Café das Video zusammenzuschneiden und habe da heute auch noch einen Termin und dann nehme ich euch mal mit. So, das war's. Das war's. Ciao, Freunde. Schönes Wochenende. Ciao. Vielen Dank. Danke euch. Bis nächste Woche. Gerne. Ciao. Video habe ich fast fertig geschnitten. Thumbnail auch bearbeitet. Das läuft richtig gut. Das hat so Bock gemacht. Ja, jetzt geht's an eure Fragen. Ihr habt einige Fragen gestellt und die will ich alle beantworten. Aber dafür fahre ich jetzt an einen Ort, wo es ein bisschen ruhiger ist. Okay, ich bin angekommen. Die erste Frage, die ihr uns gestellt habt, ist, wie sind wir versichert? Und zwar, wir haben ja mal ein Video gemacht, was uns Vanlife im Monat kostet. Da haben wir auch alle Versicherungen aufgezählt. Hier mal in der Kürze, wir haben eine Haftpflichtversicherung fürs Auto, eine Privathaftpflichtversicherung. Wir sind beide krankenversichert bei der ERGO. Auslandsreisekrankenversicherung, Young Travelers, da zahlen wir pro Person 35 Euro im Monat und sind auch 6 Wochen im Jahr in Deutschland versichert. Darüber hinaus haben wir noch eine Rentenversicherung, die ist schon uralt. Ja, und das war es auch erstmal mit Versicherung. Was genau arbeitest du? Ja, also Melli und ich, wir sind Content Creator, nennt sich das. Wir erstellen digitale Inhalte und stellen sie euch oder den Firmen zur Verfügung. Dieses Video seht ihr jetzt gerade und es gibt aber auch Möglichkeiten, dass Firmen komplette Videos kaufen oder einfach Fotos kaufen. So eine Sache hatten wir auch schon mal. Da haben wir Fotos für eine Firma gemacht und die hat uns dann die Fotos einfach abgekauft. Melli hat Friseurmeisterin gelernt, beziehungsweise sie hat die Friseurausbildung gemacht und hat dann den Meisterbrief gemacht, hat in den eigenen Friseursalon über 5 Jahre. Und ich habe Versicherungs- und Finanzkaufmann gelernt und war dann 7 Jahre als Barista angestellt, nachdem ich den Versicherungs- und Finanzkaufmann-Job nicht mehr machen wollte. Also das sind unsere ursprünglichen Jobs und zu diesem Job sind wir gekommen. Wie sind wir denn dazu gekommen? Ja, ich glaube so einfach über YouTube. Die nächste Frage, die gekommen ist,
wie gut kann man sich damit finanzieren? Also bei uns ist das am Anfang so gewesen, dass wir genügend Erspartes hatten. Wir haben monatliche Kosten im Durchschnitt von 1000 Euro. Wir haben damit angefangen, im April letzten Jahres das ja, als richtigen Job zu sehen. Nach einem halben Jahr konnten wir so ungefähr 30% unserer Ausgaben damit decken. Und jetzt nach über einem Jahr ja, verdienen wir so viel, wie wir ausgeben. Ziel ist es natürlich, sich irgendwann mal ein bisschen Geld zur Seite zu legen, damit wir uns irgendwann mal auch eine kleine Base kaufen können. Wir träumen von so einem kleinen Steinhaus, aber das ist noch Zukunftsmusik. Noch reisen wir mit dem Van und das hoffentlich auch noch ganz schön lange. Wie viele Stunden arbeitet ihr? Das ist schwer zu sagen, da Arbeit und Freizeit ja so miteinander vermischt. Ich würde mal sagen, so im Durchschnitt 4 bis 6 Stunden am Tag und zwar jeden Tag auch. Ich denke, das ist eine gute Arbeitszeit. Länger als 4 Stunden sollte man sowieso nicht arbeiten. Sag ich jetzt mal so. Ja, die nächste Frage kam von David oder David. Welche Programme bzw. Apps nutzt ihr? Also auf dem Handy nutzen wir hauptsächlich für die Fotobearbeitung Lightroom, für die Videobearbeitung InShot und um unsere Thumbnails für das YouTube-Video zu machen, Canva. Die gibt es alle in einer kostenlosen Version, wir haben aber überall die bezahlte Version, weil wir dadurch einfach ein paar Extras haben. Auf dem Laptop nutzen wir zum Videoschneiden das Programm DaVinci Resolve Studio 17, auch in der bezahlten Version. Da haben wir aber die ersten 6 Monate mit der kostenlosen Version geschnitten, was auch sehr gut ging. Ja, das sind die hauptsächlichen Apps, die wir zum Arbeiten benutzen. Vielleicht finde ich da noch einen Geheimtipp für euch, ich guck mal nach. Nö, ist kein Geheimtipp dabei. Das war's, Leute. Okay, kommen wir zur nächsten Frage und zwar zum Thema Internet. Da gab es mehrere Fragen dazu. Annika fragt, was ist eurer Meinung nach das beste Internet? Was ist die beste Lösung? Wie viel kostet sie? Und dann gab es noch die Frage, was macht ihr bei Internetproblemen? Wie viel Internet benötigt ihr ungefähr? Also wir benötigen ungefähr für uns beide 120 GB im Monat. Das beinhaltet sowohl Download wie auch Upload. Hier in Deutschland nutzen wir, einmal haben wir Prepaid Vodafone-Karten hier in unseren Handys und wir haben einen WLAN-Router, den verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Dort haben wir eine Karte von Freenet Funk drin. Da zahlen wir 1 Euro täglich und haben Unlimited Internet. Jo, und bei Internetproblemen gibt es 2 Möglichkeiten, entweder bleiben oder gehen. Und es hängt davon ab, ob wir an dem Tag was uploaden bzw. downloaden müssen, also ob wir Internet brauchen oder ob wir für einen Tag drauf verzichten können. In 90% der Fälle können wir das nicht. Wie findet man seine Nische? Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage. Wir haben einfach geguckt, was macht uns Spaß. Also wir haben einfach geschaut, was für Hobbys machen wir gerne und das hat aber auch sehr, sehr lange gedauert, bis wir herausgefunden haben, dass das unser Beruf ist, dass das quasi unsere Leidenschaft ist, was wir gerne machen. Im Endeffekt machen wir ja nichts anderes, als euch das zu zeigen, was wir gerne machen. Also wir trinken gerne Kaffee, wir sind gerne in der Natur, wir bauen gerne einen Van aus und leben darin. All das zeigen wir euch und ihr findet das auch schön und somit kann die Community wachsen. Ich glaube, wenn man etwas macht, was man nicht so gerne macht, dann fällt einem das schwieriger, sich selbst dafür zu motivieren. Gerade als Digitalnomaden, die selbstständig sind, die sollten sich schon was suchen, wo sie richtig Bock haben. Und ja, das findet man meiner Meinung nach in seinen Hobbys. Lisas fragt, was macht ihr so fürs Geld? Woher bekommt ihr die Aufträge? Wie hat es angefangen? Also wir machen nicht alles fürs Geld. Wir lehnen auch schon richtig viele Aufträge ab oder Anfragen, die reinkommen. Sei es, weil es einfach nicht zu uns passt oder weil ja, man halt einfach mit der Unternehmensphilosophie nicht zufrieden ist. Oder ja, wir das Produkt selber nicht kaufen würden, weil wir es für völlig unnötig halten. Alles hat angefangen, als wir damals auf Weltreise gegangen sind. Wir hatten da ziemlich viele Videos gesehen, wie sowas eigentlich funktioniert. Und dann haben wir uns gedacht, das ist ja ziemlich cool, dass man das kostenlos über YouTube erfährt. Und ich wollte immer was zurückgeben und habe mir gedacht, ja, dann machst du auch ein paar Videos, weil irgendwo sitzt auch ein David und weiß nicht, wie es funktioniert. Und dann hatte ich damit halt einfach angefangen. Nur irgendwann wurde unser Erspartes immer weniger, bis kaum noch was von da war. Und dann mussten wir auch überlegen, ja, wie verdienen wir eigentlich Geld. Dann habe ich ein Video von What's Next Reisen gesehen, wo sie einfach ein paar Tipps gegeben haben und dann hat es Klick gemacht und dann dachte ich mir, jo, probiere ich einfach mal aus. Ja, im Endeffekt ist das so, dass uns sehr viele Firmen aktuell anschreiben, sehr viele Aufträge kommen auf uns zu und manche suchen wir uns auch aus. Die Unternehmen finden einen
wie bei YouTube zum Beispiel, indem sie halt gewisse Suchbegriffe eingeben, wie das der normale Zuschauer im privaten Bereich auch macht, oder halt eben über Instagram, indem sie halt Hashtags suchen. Ich kann zum Beispiel empfehlen, wenn man jetzt irgendwie was ziemlich geil findet, wie jetzt zum Beispiel den Laptop, dann kann man ja zum Beispiel die Firma anschreiben und kann der Firma sich vorstellen und kann einfach sagen, guck mal, ich finde den Laptop ziemlich cool und ich habe diese und diese Kanäle, ich würde den Laptop da gerne vorstellen, hast du Lust mit mir zusammenzuarbeiten, hast du Lust eine Kooperation mit mir einzugehen, und dann gibt es da so viele verschiedene Möglichkeiten. Entweder man wird fix bezahlt oder man kriegt das Produkt kostenlos und zeigt das der Community, oder man macht eine Umsatzbeteiligung, das heißt, wenn in der Community eine Person das Produkt kauft, dann wird man mit gewissen Prozenten dran beteiligt. Also da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten, und ich glaube halt einfach ganz wichtig ist, dass man ja halt einfach eine Sache, von der man selbst überzeugt ist, einfach teilt. Die nächste Frage ist, nutzt ihr eine Plattform für die Kooperation? Danke für den tollen Content. Wir nutzen jetzt keine spezielle Plattform, die gibt es aber, nutzen wir allerdings nicht. Wir machen tatsächlich nur das, was ihr auch seht, und ja, da gibt es keine App, die wir im Hintergrund benutzen. Ja. Vanpause fragt, sollte man sich spezialisieren auf einen Remote-Bereich oder alle möglichen Remote-Jobs annehmen? Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Ich für mich persönlich finde die Abwechslung eigentlich ganz schön. Man kann natürlich, wenn man sich auf einen Bereich spezialisiert, sehr schnell eine Tiefe erlangen und sehr schnell spezielles Fachwissen. Aber das ist, glaube ich, sehr persönlich abhängig. Ich und Melli auch, wir mögen einfach die Abwechslung. Also ich möchte mich jetzt nicht den ganzen Tag nur mit Food-Videos beschäftigen, auch wenn ich sie mir sehr, sehr gerne angucke und sehr gerne selber welche produzieren würde. Aber ich glaube, auf Dauer würde ich das langweilig finden. Wir haben eine Sony Alpha 6000 und wir haben zwei Smartphones, wir haben eine Drohne und ja, eben den Laptop. Auf jeden Fall ist das halt natürlich ein wichtiges Werkzeug. Ich glaube aber, so als Digitalnomade unterwegs zu sein und so zu arbeiten, dafür braucht man am Anfang geringeres Budget, wie wenn man sich jetzt mit einem eigenen Café selbstständig macht oder einen eigenen Friseursalon aufmacht. Weil ich glaube, dann braucht man erstmal viel mehr Budget. Ja, so ihr Lieben, ich glaube, ich habe jetzt genug gequatscht und auch all eure Fragen beantwortet. Falls ihr noch mehr Fragen habt, dann stellt sie doch gerne in den Kommentaren. Ich werde auf jeden einzelnen Kommentar antworten, gegebenenfalls nochmal eine zweite Reihe machen. Und ja, ich glaube, es ist rübergekommen, dass man als Digitalnomade... Da fliegt irgendwas. Was ist das? Jo, keine Ahnung, irgendwas fliegt da. Ich glaube, es ist angekommen, oder ich hoffe, es ist bei euch angekommen, dass man als Digitalnomade auf ja, viel verzichten muss, aber eben auch viel Freiheit bekommt. Und ich glaube, das ist bei jedem Lebensentwurf einfach so, dass es ja einfach niemals 100% gibt. Man sollte einfach schauen, macht man das, was einem Spaß macht, und dann glaube ich, ist das auch ja der richtige Lebensentwurf für jeden. Und manchmal ist es einfach nur schön, anderen Leuten bei einem anderen Lebensentwurf zuzuschauen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, dann kommentiert doch und lasst uns auch ein Like da. Da freuen wir uns ganz doll drüber, wenn ihr euch unsere Videos anschaut. Und ein herzliches Danke nochmal an AMD, die uns den Laptop zur Verfügung gestellt haben. Und da darf ich mich jetzt wieder ransetzen und das Video für euch fertig schneiden. Dann ja, bleibt gesund, ihr Lieben, wie immer. Ist mir eine Freude mit euch, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Hey, willkommen zu Endcard. Ich habe ein lustiges Spiel für dich. Und zwar, das Spiel heißt Wahrscheinlich magst du. Das geht so. Wahrscheinlich magst du eins der beiden Videos hier. Da kannst du mal draufklicken. Vielleicht ist was dabei. Falls nicht, dann sag's mir unter dem Video. Und falls du uns noch nicht abonniert hast, dann kannst du gerne hier klicken. Tschüss.